Der Tod, ich möchte noch mit ihm reden können, wenn er da ist. Ob das möglich wäre? Eines Tages also wird er der Fall sein. Und dann kann ich nichts weiter tun, als ihn zu begrüßen. Ich wünsche, dass es mir bei der Verwandlung gut gehen möge. Ich denke, dem Braven ist er gut. Man kann nichts tun, außer gern zu leben und eine Aufgabe zu haben. Ich habe beides. Fred Düren. Mir ist immer klar gewesen, dass wir nur ein Stück Weges gemeinsam gehen würden. Warum? Dein Name hätte uns nicht gestört. Kommunist wärst du nie geworden, das hätte auch keiner verlangt. Aber warum musstest du gegen uns arbeiten? Solange ich im Zuchthaus war, habe ich mich nach euch richten müssen. Du bist nicht schlecht dabei gefahren. Ich hätte auch ohne euch überlebt. Was habt ihr denn erwartet nach dieser Kumpanei? Freundschaft? Ein Freund der Kommunisten kann nur sein, wer sich unterordnet. Fred Düren war in der Lage, sehr spontan eine Stimmung zu erzeugen, die ein anderer womöglich nicht geschafft hätte. Der Mensch hat sein Schicksal. Und er kreuzt die Wege von anderen Menschen. Diese Art, die er verkörpert hat, so wie er gespielt hat und so, das gibt's nicht. Also ich wüsste nicht, wer das könnte. So. Es ist, als menge ich die Wurst zu Hause in der Frühe. Als wenn ich das Städtchen sehe, wie es aufwacht und geht an die Gebete, es geht an die Geschäfte. Er war schon eine unglaublich faszinierende Schauspielerpersönlichkeit. Ach, wann freut sich der Arme, wenn er verliert und wiederfindet. Mein Verhältnis zu Düren war ja immer, also ich war der kleine Student und er war dieser übermächtig begabte Schauspieler. Und ich fühlte mich hier bauchpinselt, dass der überhaupt Kontakt mit mir aufnahm. Und dies ist, soviel ich weiß, die Wohnung des Zolls. Der Publikumshöhepunkt war dann der Trygaios in Fried mit den berühmten 45 Minuten Premierenapplaus und der eiserne 17 Mal hoch und runter. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Der Krieg ist vorbei. Der Krieg ist vorbei. Es war eine merkwürdige Stimmung, die das Lied hinterließ. Er hatte die Kraft, eine Stimmung zu erzeugen. Die Oliven gedeihen, der Krieg ist vorbei. Es tönt die Schalmei. Merkwürdig ist das schon. Sie waren es doch, der uns damals verrückt gemacht hat, damit wir so eine Bombe bauen. Und jetzt, wo Sie fast am Ziel Ihrer Wünsche sind, sagen Sie, um Himmels Willen, baut bloß sowas nicht. Dann sind wir uns begegnet in New York bei Frank Beyers Film Ende der Unschuld. Da hat er den Einstein gespielt. Er sah wirklich, also die Maske hat nicht viel machen müssen, aber der sah wirklich verblüffend dem Einstein ähnlich mit seinen schon weißen Haaren. Die Angst, dass ihr recht habt, ist sehr viel größer als meine Angst, mich lächerlich zu machen. Und dann saßen wir da, Bede, und ich dachte immer, so haben in der Nazi-Zeit hier in New York und woanders in Amerika Leute gesessen, ein bisschen hilflos, ein bisschen unbemittelt und waren geflohen und so. Jetzt sag ich Ihnen Schach. Ja. Wenn wir uns getroffen haben, spielte immer ein Lächeln in seinem Gesicht. Dieses Lächeln war immer darauf zu schließen, dass er einen nicht nur verstanden hatte, sondern es noch besser wusste, als man es gerade ihm erzählt hatte. Es gab so einen gewissen Überlegenheitsgestus. Und das wollte ich mal rauskriegen, wo das Geheimnis in seinem Inneren steckt. Seine Geheimnisse, die blieben mir leider bis zum Ende
unseres gemeinsamen Lebens verschlossen. Und dann habe ich ihn mal eingeladen zu einer Bootsfahrt. Eine Tour von 2 Stunden. Er hat kein Wort gesprochen. Ich habe nichts erfahren können, habe nichts aus ihm rausgekriegt. Und da wurde mir klar, was Schweigen für eine große Waffe sein kann. Und das große Geheimnis ist dann mit ihm gemeinsam nach Israel gezogen. Und da ist er Rabbi geworden. Ich muss denken an die Juden, die kein Fleisch haben. Herr, seit der Woche vor Pesach, seit ich abgereist bin, und wie sie klagend die Hände erheben und schließlich nach Perlitschew schicken zur Konkurrenz zum Katzenbringelmann. Als ich 60 wurde, da rief er mal aus Jerusalem an und dann hat er auf der Mundharmonika was gespielt, alle Vögel sind schon da. Und dann kamen dann so eine moralischen Sprüche, wie einen euch mir gemerkt, jede gute Tat zieht eine weitere nach sich, eine schlechte auch. Naja, und das musste man sich dann also anhören. Der Krieg ist vorbei. Es ist doch mit ihm ein Stück Theatergeschichte weggegangen. Also ein besonderer Mann als Mensch und auch ein besonderer Mann als Schauspieler.